Hier ist denn das. Ich habe so letztens gesehen in einem Video, dass so ein Gold-Endlos-Lager organisiert wurde, in dem das alles innerhalb sogar der eigenen Landgrenze gemacht. Und es hat funktioniert. Ich habe extra mal nachgefragt. Das scheint so zu funktionieren. Wenn man jetzt im Prinzip das Gold hier abtransportieren lassen würde und wer sich hier oben hinbringen, man hat die Anlegestelle oder den Marktplatz hier in der Nähe, dann holen sie hauptsächlich das Gold aus den Herstellungsorten oder von den Plätzen, wo es gerade gelagert ist, die am nächsten dran sind. Das ist ja auch ganz gut dann. Aber auf der anderen Seite, bevor ich jetzt sowas einrichte, genug Platz haben wir hier. Und dann sage ich einfach, komm, wir batschen jetzt hier alles mit ein paar Lagern voll. Und dann ist gut. Vielleicht nicht unbedingt hier vorne, wobei eigentlich ist es auch egal, oder? Wenn das hier vorne fällt und die uns hier den Turm hier hinten umrennen, dann ist eh vorbei. Aber so weit wird es nicht kommen. Wir machen jetzt so und hier und da und dort und das ist schick. Noch ein paar Lager. Und dann ist auch gut. Halt. Nochmal die Trägern wieder, die Jungs. Das tut anscheinend ganz gut. Aber wir brauchen echt mehr Wohnhäuser. Das ist, geht ganz schön rapide hier, oder? Ja, das verschlingt natürlich, wenn wir jetzt mit drei Waffenschmieden fahren, dann verschlingt es einiges an Siedlern. Da müssen wir mal ordentlich nachlegen. Ah, das schaffen wir schon. Wir sind ja gut vorbereitet. So, Freunde. Was machen die beiden jetzt hier? Die reihen sich einfach mal in die Krieger mit ein. Mal gucken, was wir so kriegen. Eine kostenlose Heilung ist auch noch mit dabei. Ist eigentlich auch witzig, oder? Man hat ja die Pioniere eigentlich dann, die auch eine entsprechende Lebensanzeige haben, aber wenn man sie dann sofort zu Siedlern wieder macht, sind sie im Prinzip unverwundbar. Also, sie sind ja dann unantastbar für das, was kriegerisch abgeht, sondern sterben dann halt bloß, wenn wir sowieso verloren haben. Dass man ja dann... Man könnte noch vielleicht irgendwie das so einrichten, dass wenn man mit den Pionieren irgendwo ist, vielleicht irgendwo abseits, die werden angegriffen, dann macht man sie schnell zu Siedlern, dann machen sie zwar erstmal ihr Ding, und dann aber, wenn vielleicht die Gefahr vorbei ist, dann könnte man sie einfach wieder zu Pionieren machen, oder? Man switcht es immer hin und her und dann sind sie quasi unverwundbar, weil sie immer wieder, wenn man sie zu Pionieren macht, die volle Lebensenergie hat. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Könnte sein, oder? Keine Ahnung. Guck mal, jetzt wachsen wir ziemlich gut und ziemlich schnell. Das heißt, wir können die selber gleich mal abfacken. Ey, der ist echt auf den Sack jetzt mit seinem ständig Dauerangriff. Das ist ja mal voll ätzend. Das ist ja mal voll ätzend, ey. So, die Eisenschmelzen hier, die müssen ganz gut nachproduzieren. Oh, da könnte man fast... Da kann man fast noch einige gebrauchen. So. Eisen hier, Eisen da, Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Es läuft noch einigermaßen okay eigentlich. Mit den Lebensmitteln aus. Kommt eigentlich auch noch genug nach. Wir haben sogar mehr als genug. Ach Mensch, guck mal, wir können ja hier. Gerade mit Brot können wir ja um uns schmeißen eigentlich. Hier ist gut. Gerade mit Brot können wir hier um uns schmeißen, wie es aussieht. Schweinefarmen produzieren gut. Es gibt ja genug eigentlich, ne? Genug für alle da. Jetzt müssen wir nur mit dem Bauen hinterherkommen. Guck nur gerade, dass die... Nee, machen wir bitte nur Gold rein. Hier auch nur Gold. Und hier bitte auch nur Gold. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt fehlt es uns natürlich wieder an Trägern, die losgehen und das ganze Gold dahin machen. Ja, ich sehe schon. Das ist...
sollte man das große Wohnhaus anfangen. 15 und 24, Alter. 24 Steine. Warte, bevor ich das anfange, machen wir es anders. Dann machen wir es richtig clever jetzt. Mal so. Ich meine, 24 Steine würden wir wahrscheinlich immer so zusammenkriegen. Ah, habe ich noch Pioniere? Ich könnte nämlich hier... Nee, anscheinend nicht. Finde ich jetzt keinen... No. Doch. So. Jetzt wird nur hier oben das kleine bisschen noch einnehmen. Das kleine bisschen. So, nein. Wo rennt... Warum? Warum rennt ihr denn wie die Wilden nach vorne? Was soll das? Was soll das, bitteschön? 48% Kampfkraft. Das ist noch ziemlich wenig, wenn wir anfangen wollen, den Ägypter, den Ramsay auf seinem einen Land zu bekämpfen. Das muss noch ein bisschen mehr werden. Mal legen wir jetzt einfach mit dem Gold hier noch ein bisschen los. Und dann ist schick, oder? Wird es jetzt hier zu wenig Kohle? Schon irgendwie, oder? Machen wir die mal so. Wir schöpfen jetzt dann auch wirklich mal Stück für Stück langsam aus dem Vollen. Also was uns hier das Land bietet, das nehmen wir auch. Ohne einmal uns umzusehen. Ja, das passt. Gleich so. Ey, mit dem Holz, das zieht ja hier echt was, ne? Also, so zwei Köhlereien, was die an Holz ziehen, sind echt heftig. So ein bisschen das Gefühl, hier brauchen wir noch ein bisschen mehr. Hab ich ja noch, ich hab schon gar keine Äxte mehr. Hab ich noch zwei gebaut? Echt? Dann nehmen wir lieber noch zwei mit dazu. Wie wir sehen, brauchen wir mehr als genug. Oben. Achso, der baut hier fröhlich noch alles in der Ecke ab. Ja, das ist okay. Ja, sollen sie kommen. Den fliegt dir genug um die Ohren, das passt schon. Ja, wie sieht's mit Spitzhacken aus? Oh, auch keine mehr. Sollten wir nachschieben. Sollten wir nachschieben, vor allem, weil noch ein paar Minen kommen werden. Okay, ja. Fehlt eine Spitzhacke, genau. Das habe ich befürchtet. Kommt gleich. Wird produziert quasi. Ah, hoffentlich hat der nicht jetzt hier schon... Muss noch voll legen. Das ist eine Axt, zwei Hämmer und drei Schaufeln, oder? Das sind schon sechs. Jetzt kommt noch eine siebte. Das ist noch eine Axt. Das heißt, jetzt hat er keinen Platz mehr da. Doch, einen hat er noch. Klar, acht. Acht nimmt er noch. Na, das ist okay. Das passt dann schon. Das passt dann schon. 86% Aufwertung. Ja. Ja. Ah, hier, hallo. Nehmen wir den Rest hier auch noch ein. Ach, schade. Ich würde irgendwie auch noch gucken, dass ich hier unten rum eigentlich gar nicht anfangen damit. Aber der geht ein bisschen hier rüber, oder? Ja, der nimmt sich noch die letzten Bäume auf der Seite. Soll mir recht sein. Alter, was das echt an Holz zieht. Wahnsinn. Na gut. Ihr nehmt das ein, hier mit dies und jenes und welches. Ja, läuft doch. Läuft doch wunderbar, das Ganze. Wie geschnitten Brot. Würde ich da fast sagen. Er kommt mit seinem Wasser auch gar nicht hinterher. Ach so, so würde es jetzt hier gerade laufen. Aha. Ich verstehe. Der hält ganz schön was aus. Also die kriegen schon echt immer ganz schön einen Pfeilhagel ab, wenn sie hier ankommen. Aber kommt trotzdem bis zu dem kleinen Turm hier vor. Das ist schon... Respekt.
nur sagen, ne? Respekt. So, ihr müsst jetzt auch gleich einen Stein, wenn jetzt mal irgendwo ankommen. Hoffentlich. Irgendwo. Irgendwie. Irgendwann. Na gut, okay, das läuft. Dann würde ich auch sagen, wir machen weiter mit Eisenmine und Kohlemine. Vielleicht noch eine Kohlemine? Weiß nicht. Ja, mal den können wir mal hier. Volle Granate. Ja, jetzt so auf Katapult und so habe ich eigentlich keine Lust, ehrlich gesagt. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir... Nö. Die nehme ich so ein. Die muss ich jetzt nicht kaputt machen. Weil witzig wäre es schon eigentlich. Das ist immer jetzt ein ganz, ganz anderer, interessanterer Move. Muffy. So, komm, jetzt machen wir mal ein großes Wohnhaus. Wir brauchen Siedler. Ah, wir können Hauptbänder machen. Sehr gut. Ich hätte natürlich am liebsten mir... Nachdem wir jetzt hier schon so eine ganze geballte Ladung zu stehen haben, hätten wir eigentlich erstmal aufhören können, die ganzen Waffen zu verbraten und hätten sie lagern können. Aber komm, was soll's denn? Machen wir, ab jetzt kommen halt Hauptmänner für Schwerter, das ist schon mal okay. Und den Rest, naja, das macht dann glaube ich auch nicht mehr so viel aus. 57%. Geht voran. Was mache ich denn mit dem ganzen Getreide jetzt noch? Ich kann doch mal irgendwie... Für die Mühle ist es jetzt hier gerade so genug. Ich glaube, noch eine könnte sie nicht richtig tragen. Dann wird es ein bisschen zu wenig werden. So manche Kohlemine kommt nicht so ganz hinterher, habe ich das Gefühl. Naja, mein Gott, dann... Was kostet die Welt, ne? Was kostet die Welt? Hat Mutter immer gesagt. So. Gold, Gold. Zwei Goldschmelzen. Ja, ist die Frage. Noch eine? Gibt mal eigentlich, ne? Auf der anderen Seite ist nur die Frage, ist das kohletechnisch eine gute Idee? Ah ja, komm. Was fehlt uns denn hier die ganze Zeit? Holz? Oder was? Wahrscheinlich, oder? Es wird alles hier unten von den Köhlereien gefressen. Wahnsinn! This is madness! This is pure madness! Vielleicht sollten wir auch erstmal hier unten noch das restliche... Warte mal, eine kann das machen. Wir nehmen uns das Land hier unten einfach noch, damit die... Förster mehr Platz zum Anbauen haben. Anbauen. So, das ist hier, das ist da. Vielen Dank für die Info. In gewohnter Manier. Zack. Was war das? 0.54 Uhr hatte ich das letzte Mal gespeichert. Was war denn da los? Echt um die Uhrzeit aufgenommen? Alter. Hey. Okay, Steine haben wir anscheinend wirklich genug. Das Ding können wir gerade irgendwie nichts Sinnvolles mehr machen. Normalerweise ist das immer die Mangelware Nummer 1, aber jetzt sind wir hier auch kohlemäßig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Wirtschaftskreisläufe so ein kleines bisschen stagnieren. Nee, wobei nahrungsmittelmäßig sind die alle echt gut versorgt komplett. Ja, siehst du, hier fehlt Holz. Also am Warentransport kann es eigentlich nicht unbedingt liegen. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich vielleicht mal noch eine Fischerhütte hier irgendwie hinstellen könnte, ne? Zwei sind wir langsam ein bisschen schwach dimensioniert. Hier habe ich gerade Fische gesehen. Huch.
Ah, das ist okay, da fängt er hier. Ah, oder machen wir gleich dahin. Ne? Na, weiß ich nicht, ob das so. Ach komm, so. Also, so, so ist es doch okay. So, jetzt ist hier. Jetzt haben sie hier 8 Goldbarren. Und. Weißt du? Da ist nämlich wirklich der Warentransportkreislauf. Der ist da ein bisschen, weil Gold ist ja auch ganz. Ja, ich kann es verstehen. Es ist okay. Gold ist ganz unten im Warentransport, was auch vollkommen okay ist. Weil das, was hier als Voreinstellung drin herrscht, welche Waren nach welcher Priorität transportiert werden, das finde ich so eigentlich ziemlich gut. Da sehe ich jetzt keinen Bedarf, das zu ändern. Gerade mit Holz und so und Stein ist eigentlich die. Man könnte vielleicht sagen, so. Ja, so können wir machen. Aber ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, wage ich zu bezweifeln. Oh, hi. Na, auch nix, ne? Auch verkackt. Oh, hier unten sind Fische, hast du gesehen? Alter, Alter! Boah! Wie sieht es angelmäßig aus? Haben wir noch 4! Muss hier unbedingt eine Fischerhütte hinlegen. Hinlegen aber bitte nur. Letzten Stellen legen. Was ich jetzt gerne probieren würde. Scheiß drauf. Bevor wir uns jetzt noch ewig hier an dieser Mission verhaspeln, sagen wir einfach mal YOLO. YOLO that shit.